karge Kost im Dschungelcamp. Gerade einmal 600 Kalorien nehmen die Teilnehmer von Ich bin ein Star holt mich hier raus, im Schnitt pro Tag zu sich für eine Profisportlerin wie Sandra Kyriezis, 44, eine echte Herausforderung. Die einstige Olympia-Bobfahrerin verbrachte 2 Wochen in Down Under, im Halbfinale wurde sie von den Zuschauern aus der Show gewählt. Und während ihrer Zeit im australischen Busch nahm Sandra offenbar mächtig ab. Besonders ihre Oberweite scheint deutlich kleiner geworden zu sein, kurz nach ihrem Rauswurf habe Busch Mediziner Dr. Bob, 68, die Waage ausgepackt und ihr Gewicht kontrolliert, erzählte Sandra im Interview mit Promiflash. Ich habe mit Klamotten 70 Kilo gewogen. Ich glaube, das letzte Mal war ich mit 13 Jahren so schwer, verriet die 44-Jährige und fügte hinzu, ich habe 6 Kilo abgenommen. Besonders eine Stelle ihres Körpers habe unter der strengen Dschungeldiät gelitten, 6 Kilo und gefühlt 3 Körbchengrößen weniger. Doch nicht nur Sandra hat ganz schön viel Gewicht verloren. Auch ihre Konkurrenz kehrte erschlankt aus dem Camp zurück. Muskelmann Bastian Jotta, 42, beispielsweise verlor 7, sein Erzrivale Christoja Kontreit Platz Perwin, 44, satte 10 und Vizekönig Felix van der Wende, 22, sogar 11 Kilo. Alle Infos zu Ich bin ein Star holt mich hier raus, im Special bei rtl.de.